Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem FCK als nächsten Gegner. Ich muss ein bisschen FIFA vorbereiten, deswegen nehme ich jetzt gerade wieder ein paar Folgen mehr am Stück auf. Es ist jetzt Folge Nummer 6, die ich jetzt in Folge aufnehme. Aber wir kriegen es ja schon irgendwo hin. So, auf geht's, liebe Gegner vom FC Kaiserslautern. Ich hoffe, dass wir es auch hinkriegen. Oh, Positionswechsel von Ulrich, warte mal, das ist irgendwas gerade gewesen. Das ist eine Nachricht gerade gewesen, die nicht ganz unwichtig ist. Der Rest ist Scouting. Ja, natürlich, den möchte ich gerne als Sechser. Warte, wo haben wir denn hier? Entwicklungsplan, da ist es. Den möchte ich gerne noch als Sechser trainieren. Genau, das macht er auch. So, defensives Mittelfeld. Und das kriegt er jetzt hin. Das da war dann. Und er ist jetzt offiziell kein ZM mehr. Na, er ist jetzt tatsächlich als ZDM dabei. Also er wird als Sechser. So, warte mal. Das gleiche machen wir gleich bei Clearfish. Der geht nämlich auch als Sechser, als Defensiver. Warte mal, ich muss gerade gucken. Der wird jetzt als ZM ebenfalls trainiert. Der kriegt den Plan in 2 Wochen. Dann wird er 2 Wochen auf die 6 umgetrainiert. Und auch du wirst als Sechser trainiert werden, wenn das geht. Brauchen wir 6, ja? Du brauchst 81 Wochen. Okay. So, Lilian Eckloff, der hat ja jetzt ZOM. Du solltest aber auch die andere Seite mal lernen, Kollege. Vielleicht die linke Seite noch trainieren. So, mal kurz gucken. Du brauchst 22 Wochen dafür. Gut, das ist nicht schlimm. So. Alles klar. Ich bräuchte vielleicht immer mal noch einen neuen Stürmer. Ich habe nämlich nur 2 Angreifer. Na gut, okay, passt so. In 2 Wochen haben wir an. Ich bin Ben Clearfish auf der 6. So. Jetzt will ich was ganz gut nachgucken, ob das geht. Ich habe gegen Sandhausen jetzt gerade gespielt. Die hat nämlich auch einen Spieler drin, der Clearfish hieß. Aber das kann auch nur was anderes sein. Ich will nur was ganz kurz gucken, wie gesagt. Bevor ich da jetzt irgendwas. Bundesliga, zweite Bundesliga. Jetzt vor Sandhausen. Der hier, der hat nämlich 2 Tore gerade gegen mich gemacht mit dem Elfmeter. Okay, ist das so ein Bug gewesen gerade? Weil sie hatten einen Spieler namens Clearfish im Kader. Warte mal, ich muss mal suchen. Der Name ist doch. Oder war das? Kein Clearfish. Okay. Ach, hier in Paderborn war das. Das war gar nicht Sandhausen, das war Paderborn. Also, okay, dann war es doch kein Bug. Dann war es richtig. Aber ist nicht tragisch. Gut. Es war einfach nur gerade, ich wollte es nur wissen. Das war die Anzeige Bug, war da nicht. Gut, okay. Auswärts in Kaiserslautern. Wir wollen den 2. Auswärtssieg in Folge. Und, ja, mal gucken. So, hat er da jetzt gut gemacht. Pereira darf auch mal von mir gehen da dran. Clearfish spielt mal wieder für Lataya. Einfach mal ein bisschen rotieren. Kann man ja mal machen. Auf geht's. Das heißt rotieren, das ist einfach viel taktisch.
So, auf geht's. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen sprechen für sich. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Und Julian haben wir auch gelaufen. Oh, das ist schon geil. Das klingt tatsächlich ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Aber leider kann ich bei der Originalmannschaft keine Fangesänge einstellen. So, auf geht's ins Match gegen den FC Kaiserslautern auswärts. Also junge Truppe soll es heute richten. Mit 2-3 Änderungen, die ich jetzt mal verzogen habe. So, schauen wir mal, ob wir es heute auf die Reihe bekommen gegen diese Kaiserslautern, gegen diese Lauterer, die zwar mit 9 Punkten momentan dastehen, aber ja, in der regulären Tabelle im Faktor sind. Okay, auf geht's. Und los geht's. Da fehlt leider das Originalstadion, muss ich sagen. Da hätten sie damals mit dem Aufstieg das Originalstadion ruhig reinpatchen können. Da sind viele Vereine dabei. Aber Gott, egal. Jetzt nicht unser Thema. Wir haben ja auch kein Original. Werden. Leider. Zu. Schade, das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Da ist die Chance. Die Gefahr ja. Erstmal bereinigt, das war ein hervorragender Zweikampf. Gut verteidigt. Wir sehen es gerade so ein bisschen Unerwartetes. Also wie gesagt, dass wir jetzt manche Dinge wieder kriegen. Also was die Gäste bislang in dieser Saison zeigen, ist wirklich erstaunlich. Und denen gefällt es richtig gut in diesen Tabellenregionen. Ist ja keine Frage. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Und? Weiter gefährlich. Richtiges Tackling hier. Das ist jetzt. Oh, bitte nicht jetzt. Da liegt einer von unseren Jungs. Das kann ich jetzt nicht, ich glaube, Ulrich war es. Vielleicht können sie diesen Schwung jetzt auch offensiv nutzen. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Er gibt Gelb für Klingenburg. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin. Für was denn? Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil. Ein Käfisch war es übrigens. Hoffentlich fällt, darf er nicht jetzt länger ausfallen. Muss er nicht raus. Aber schauen wir mal, drin zu sein. Drin zu bleiben. Ja, das sieht gut aus. Pereira. Einmal auf der rechten Seite, zuck, läuft dem Brasilianer ab. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Terence Boyd. Ihn müssen Sie heute mit Flanken füttern. Er kann es per Kopf richtig gut. Das wäre, wie ich finde, Herrera, ein so gut. Gutes Mittel in diesem Spiel. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Glück gehabt. Keine Gefahr hier in der Situation. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Ja, er wird jetzt ausgewechselt. Nach 22 Minuten schon mit Gelb, mit einer Hand leicht angeschlagen. Muss er heute leider raus. Latreia wird jetzt gleich kommen. Okay. Sieht nicht gut aus. Die Fans wollen den Schuss. Nein, kein Tor. Schöner Platz. Terence Boyd, wir haben es doch gesagt. Also Kevin jetzt raus, leider angeschlagen. Guter Messrang, hoffentlich tut es nicht so lange weh. Und das ist seit langem die erste Verletzung unserer hier einer von unseren Truppen. Ich glaube, verletzt haben wir so bis jetzt auch in der dritten Liga noch gar keinen gehabt. Schön durchgesetzt. Könnte jetzt eine Karte geben. Schiedsrichter, das war doch ja nicht.
Ich laufe doch den Ball nur ab. Nicht nachvollziehen in dieser Szene. Bin ich ganz bei dir, in der Situation nur gelb zu geben. Ey, das war doch immer ein Foul. Naja, kein Problem bei diesem Freistoß. Wischowski. Schöner Ball auf. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Und das ist das 1:0. Linja, Engloff. Die haben jetzt mit dem ersten aus, wenn sie gehen. Sandhausen. Schon ein bisschen Höhenluft geschnuppert. Jetzt wollen sie den zweiten Kaiserslautern da hinterher schieben. Fakt ist, es ist das 1:0. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann kommt schönes kurze Eck. Drin ist er. Lena Denkloff, auch er mit seinem 9. Saisontor. Nur Worte 10. Also die zwei hier machen da vorne alles. 1:0. Kein Abseits. Ball, Tor zählt, 1:0. Passt. Nein, wer soll wirklich diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzer. No, boah, macht der Tor dabei, jetzt gleich. Jawohl. Doppelschlag, da ist es. 0:2, 34. Zwei Tore Führung jetzt. Der Tabellenzweite führt in Kaiserslautern. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. So. 2:0 steht sie hier, sie machen einen guten Eindruck. Also Aufgabe, Katze? Entschuldigung. Ich muss jetzt gleich mal kurz Kopfhörer wieder reintun. Eckloff. Er zieht vorbei. Die Chance. Der Ball ist natürlich. Und der Keeper verhindert das 0:3. Nächster Ball. Du, boah. Ja, schwacher Ball hier. Kriegt er nicht durch. Philipp Hercher. Klingenburg, der gelb hat. Beuth. Einmal mussten wir leider schon wechseln. Abseits, ah, das war eng, das war knapp. Haben Sie Pech in der Szene? Und Kaiserslautern wechselt ebenfalls. Die Frage ist, warum? Gelb auch angeschlagen. Ja, schade. Der Angriff ist beendet, er geht energisch dazwischen. Nachspielzeit wird angezeigt, 1 Minute. Ah, den kannst du noch laufen lassen, weil der ganz rechts außen noch einer alleine steht. Also, Fakt ist das 2:0. Wir führen in Kaiserslautern. Das ist ein gutes Spiel bislang von ihm. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Sein Tor gemacht. Und ja, wie gesagt, mal gucken, was Freiburg macht. Die spielen, glaube ich, nicht parallel. Jetzt geht's weiter. Aber die müssen halt patzen, ne? um uns wieder reinzubringen in die Saison. Das wird halt schwer. Sterne. Tempo. Über die Außen. Jetzt gibt's für uns einen Wurf, okay. Der Lauterer da dran. Hätte ich gedacht. Guter Vorstoß jetzt. Da ist die Hereingabe. Oh, es ist das 3:0 durch Pedro. Tor nochmal. Drei für heute. Insgesamt. Für jeden ist das dritte Saisontor. Der wird auch langsam. Sag ja, der macht doch viel Spaß, der Junge. Deswegen lasse ich ihn jetzt immer wieder regelmäßig spielen. Oder lasse ich ihn jetzt schon Stammspieler spielen. Und dann dieser Kopfball, schön durchgesetzt. Schön in die Mitte, Elfmeterpunkt und rein ins Glück. 3:0. Nicht zu halb für den Keeper. Flugkopfball, Aufsetzer. Drin das Ding. 49. 0:3. Halt. Ulrich. Ja, schade. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Watanabe. Hatte ich vielen auf seine Verteidigung bekommen. Also Lautern hatte ich ein bisschen stärker erwartet, muss ich sagen. Ecke jetzt. Ecke, Sterne. Nein, keine gute Befreiung hier. Die Abwehr ist da durchaus gefragt. Schöner Spielaufbau.
Oh, Wischowski, ja, der bleibt dran an dem Ball, ja, jetzt war er weg. Beuth. Schöne Aktion. Ja, nein, 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 Jonas Filler. Die kann Veto. Der wird auch Veto. Beuth. 0:1-3. Fuck. Ja, der Fehler war da hinten. Der Fehler war hinten. Man Stellungsfehler drinnen. Und Tervis Beuth. Sag ja, der kriegt seine Flanke. Der kriegt seine Flanke und macht die Tore. Dann ist das Spiel vorbei. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ja, so ganz sicher ist es noch nicht. Man war auf dem Weg. 3-0 geführt, kurz nach der Pause. Und plötzlich ist Lauter so ein bisschen wieder drin in der Partie. Schiedsrichter, da war nämlich der Spieler ein bisschen ans Zucken gekommen. Nicht, dass es noch. 3-2! Man verkackt es gerade so ein bisschen. Nur noch ein Tor Rückstand. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich ist. Pillert sich, kocht das ganze Ding wieder. Man steht dran. Man hatte so einen Griff gehabt gegen Lautern. Und verkackt gerade sich so ein bisschen selber. 3-2, das ist ein enges Spiel. Vielleicht jetzt. Ball. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Den blockt er wieder super. Handelfmeter. Er pfeift Strafstoß. Er pfeift Handelfmeter für den Bayreuther. Für den Tabellenzweiten. Pedro hat es gemacht. Rainer mit 4-2. Wieder ein bisschen Zug aus der Partie rausgenommen. Lilian Negloff. Tor Nummer 2 für ihn heute. Ja, das ist mal wieder ein Elfmeter. Ich glaube, jetzt hast du die dritte oder vierte Partie in Folge, wo du mindestens immer einen Elfmeter dabei hast. Dann kann die Tore auch machen. Elfmeter, da ist die Wiederholung nochmal eiskalt verladen. Ja, Ball in die Mitte und in dem Moment ist er dann unhaltbar. Neuer Spielstand 4-2, 6 Treffer haben wir ja bereits gesehen. Deckhoff auf jeden Fall mit dem Tor, das vielleicht ein bisschen was Richtung Vorentscheidung bringen kann. Aber wie gesagt, vielleicht doch nicht. Mal gucken. Geht dazwischen. Ja. Das Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Schade. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Da ist die Chance. Sah durchaus weit raus ist mal das Ding. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Es ist gerade ein bisschen Hektik drin. Sie geben noch nicht auf, das ist nicht zu übersehen. Gute so, Tadabi gelb. Aber wenn Sie so weitermachen, wer weiß, ich glaube, da kann sich noch was tun. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Und vielleicht jetzt an die Entscheidung. Eckloff! Eckloff! Und Bayern sagt, nö, das ist nicht keine Elfmeter, keine Entscheidung. Aber der Keeper, sensationell. Ecke in die Mitte. Gut gemacht. Absolut sicher bei dieser Ecke. Das wäre es mit dem 2-5. Das ist definitiv entscheidend gewesen. Bei 4-2 ist auch schon aus nochmal. Lauter muss erstmal rankommen in diese Partie. Das sind nämlich mal vielleicht noch 5 Minuten. Beuth. 2 Minuten bekommen. Naja, 2 Minuten. Was war das denn jetzt für Lateier? Den Zweikampf führt er sehr gut. Ist gerade aber echt nichts in gewagten Klinken. Weil es ist eh aus, oder? Fakt ist, es ist der zweite Auswärtssieg in Folge. Der Ball ist weg und es ist das 4-2. In dieser Begegnung, ja. Das war's. Die Gäste können dieses Ligaspiel heute also gewinnen. Heute haben sie wirklich alles richtig gemacht. Ein klarer Ligasieg am Ende, auch in dieser Höhe, durchaus verdient.
Yes. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Er hat's gemacht. Und das passt auf jeden Fall. Zwei vor der Pause, einer kurz nach der Pause. Die beiden Tore von Beuth. Da war Lauter wieder dran, aber auch wieder Stimmung hier drin auf einmal. Und dann war es das, 4-2. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Dann sehen wir nochmal. Sein 1-0. Aber wichtig ist, dass wir es gewonnen haben. Alles andere ist erstmal relativ unwichtig. Ja, bei mir sitzt nicht alles. Lauter hat über 60%, fast 60%. Ja, die Tore gemacht, 4-2. Am Ende ist es eh wurscht, wie es ausgeht. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. 3 Monate. Oh, das tut weh. Oh, das tut gerade weh. Ja, baldige Genesung auf jeden Fall. Er wird auf jeden Fall erstmal eine lange, lange ausfallen. Das ist klar. Es ist bis zum Ende der Hinrunde sehr wahrscheinlich. Aber Kleefisch, das tut mit wehtun, weil der gerade mitten in der Entwicklung steckte. Schade. Alle Spieler haben alles gegeben. Danke, dass Sie bei uns waren. So. Na gut. Ja, dann muss ich tatsächlich umbauen. Das tut weh natürlich, dass der, wenn Kleefisch den Kader, den Club erstmal nicht zur Verfügung stehen wird. Ja, dann wird halt der Kirsch mal, oder Pinto, der Pinto wird reinrutschen in den Kader. Morgala mal wieder hinten in die Innenverteidigung. Nö, passt so. Eigentlich sollte ich, kann ich so lassen, die Mannschaft. Gut. Ja, so leid es halt jetzt gerade auf der ist, so leid es mir halt leider gerade tut. Magdeburg mit einer gebrochenen Zeh, 3 Monate Pause. Hat er ordentlich auf die Socken gekriegt gerade. Gut. Nächster Gegner ist der 1. FC Magdeburg. Da wollen wir wieder ein bisschen Punkte zu holen. Zumindest im Heimspiel. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's, wie gesagt, mit dem Magdeburg-Spiel weiter. Tschüss.